Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Und zwar habe ich euch heute vor, euch zu zeigen, wie ihr Doppeltüren gleichzeitig öffnen könnt, wenn ihr das jetzt in ein Haus eingebaut habt. Das geht ganz einfach mit bisschen Redstone, paar Redstone-Fackeln und zwei, drei, vier Repeatern, glaub. Und natürlich vier Pressure Plates. Seht ihr alles unten in meiner Liste? In meiner Leiste quasi. Und ja, wir fangen einfach mal an. Wir bauen hier die Türen hin und nehmen an, dass hier jetzt ein Haus wäre. Wir kommen hier von außen rein und habe ich die Fackeln und wollen hier hinein. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier Pressure Plates hinsetze, dann bleibt das eine geöffnet und ja. Wenn ich dann drauf gehe, dann geht's zu. Das ist ja nicht mein Ziel. Wenn ich hier drauf gehe, geht das Ding auf. Gut, das ist ja dann hier ein bisschen hinderlich. Aber es gibt eine Lösung dagegen, also dass man sowas verhindert und dass die dann halt gleichzeitig zu öffnen sind. Das ist dann ganz einfach und funktioniert schön mit Redstone. Ja, aber erstmal machen wir die Pressure Plates einen Block vor der Tür, also hier quasi hin. Dass dann hier so ein Block dazwischen frei ist, dass dann halt die Türen nicht beeinflusst werden davon. Und ja, das auf der anderen Seite genauso. Da müssen wir aufpassen, dass wir die nicht hier hinsetzen, weil die Tür ist ja wieder genau hier auf diesem Block. Deswegen wieder eins hier, also ein Block freilassen und das hier hin. So, jetzt geht's nämlich ins Unterirdische. Wir graben einfach mal hier runter. Noch ein, also 1, 2, 3 tief müsst ihr auf alle Fälle gehen. Und dann grabt ihr direkt unter diesen Pressure Plates, die hier oben sind. Moment, ich grabe mich mal hoch. Direkt unter diesen Pressure Plates grabt ihr hier lang. Ich habe das dann immer so gemacht, dass ich mir dann hier so einen Raum frei geschaufelt habe. Und dann habt ihr auch ein bisschen mehr Platz. Und dann graben wir. Muss ich dann erzählen, ein paar Blöcke nach hinten, dass wir dann genau wieder, also genau neben diesen dann ankommen. Also jetzt sind wir eigentlich ganz gut jetzt hier gewesen. Dann wieder hier genau das gleiche wie drüben und das können wir hier dann aufgraben. So, dann auf beiden Seiten zwei breite Gänge machen. Nicht da, egal. Oder doch? Ja, doch. Genau, hier so zwei breite Gänge. Weil die Breite benötigen wir dann für die Repeater. Ihr braucht das nicht hier, also die Betenblöcke, also so einen zwei hohen Gang machen. Es reicht nur, wenn ich hier unten bloß, weil es ist nur wegen des Redstones willen, weil wir das ja dann hier verlegen müssen. Und ja, deswegen ich mache das aber erstmal so aus Übersichtsgründen. Dass da eine bessere Übersicht ist. So, jetzt geht es nämlich erstmal ans Verkabeln. Wir wissen ja, wenn wir hier auf dem Pressure Plate stehen, aktiviert sich unterhalb ein Redstone-Kabel. Seht ihr, es hat sich aktiviert. Und ja, wir müssen jetzt garantiert irgendwie mit Fackeln die Türen betätigen. Habt ihr vorhin gesehen? Ich habe hier eine Fackel hingesetzt, schon gehen sie zu. Das geht auch, wenn ich sie unter der Tür setze. Das heißt, hier hinsetze. Ihr habt schon gehört, die Türen, die sind jetzt direkt entgegengesetzt geöffnet, da ja hier unten was aktiv ist. Das heißt, dass wir, wenn jetzt die Pressure Plates nicht betätigt worden sind und hier links die Tür offen ist, dass wir hier drüben ein Gegensignal hauen müssen. Das heißt, dass wir hier eine Redstone-Fackel hinsetzen, hier einen Repeater, damit dann halt das Gegensignal hier hinkommt. Und ihr seht, die Tür ist zu, obwohl keiner, also wenn keiner drauf steht. Auf der anderen Seite ist es dann genau andersrum. Da braucht ihr kein Gegensignal, weil wenn ich jetzt einen Gegensignal hinsetzen würde, also halt auf 0 quasi wäre das, da würde sich die Tür hier öffnen. Also das ist hier 1 für 1 und das ist 0. Das kann man dann, das sind dann Binärcodes. Kennt ihr ja bestimmt. Binär? Ja, ich glaube, es sind Binärcodes. So, hier auf der anderen Seite, also macht ihr genau das Gleiche. Hier genau wieder Fackel hin, damit es dann wieder ein Gegensignal wird. Hier drüben, da müssen wir den Repeater um 1 verzögern, weil
hier eins verzögert wird und hier eins verzögert wird. Und damit die Türen sich dann schön gleichzeitig öffnen, betätigen wir halt den anderen Repeater oder setzen ihn auf 2. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, müssten eigentlich beide Türen genau gleich zur gleichen Zeit aufgehen. Juhu! Ihr seht, es funktioniert. Wir können das jetzt hier ganz bequem zubauen. So hier oben lang. Passiert keine Sau hier, was dann hier unten, wie das hier unten aussieht. Hier so. Aber ihr müsst aufpassen, hier solltet ihr es nicht machen. Da, das funktioniert dann nicht, weil dann hier dieser Redstone-Kabel würde dann dem Block Energie geben, aber hier unten gibt diese Redstone-Fackel dem Block auch Energie. Deswegen ist es dann irgendwie eine Doppelenergie und das klappt dann nicht. Jo, back. Und ja, wir füllen das einfach mal hier zu. Da können wir dann hier machen, hier so, da. Und da und da und da. Ich glaube, ich brauche euch nicht so viel erzählen, wie wir das zubauen könnt. Ihr seid ja bestimmt da schon Meister im Bauen, im Zubauen. Und ja, und fertig ist unsere wunderschöne Doppeltür. Unsichtbar von außen, wenn ich jetzt noch Schnee hinhauen würde. Wartet mal, das habe ich ja gerade gefunden. Da mache ich dann mir hier ein bisschen künstlich so schön Schnee hingehauen. Na gut, der schmilzt dann jetzt weg. Und fertig ist unsere Doppeltür für unser Haus. Und ja, das war's dann auch mit meinem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es war nicht allzu schwer erklärt. Und wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, dann zögert nicht, mir eine Nachricht oder einen Kommentar drunter zu setzen. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.